Große, festgeschraubte Industrieroboter sind für viele Arbeitsschritte ungeeignet oder ihr Einsatz einfach unwirtschaftlich. Sie stehen hinter einem Schutzzaun und tun immer dieselbe Arbeit. Täglich müssen sich Unternehmen mit kurzfristigen Produktionsschwankungen, erhöhter Nachfrage oder individuellen Kundenwünschen auseinandersetzen. Wie Cobots die Flexibilität und Effizienz in der Produktion erhöhen können, wollen wir uns in diesem Video anschauen. Ein Vorteil mit großen Auswirkungen. Well, I have a wonderful electronic invention I want you to see. It looks something like this. Viele mittelständische Unternehmen geraten ins Straucheln, wenn es um Flexibilität in der Produktionslinie geht. Wie können Unternehmen ihre Produktion auf eine Krise wie Covid-19, einen Black Friday oder den jährlichen Weihnachtseinkauf einstellen? Sie haben einen großen Vorteil gegenüber der Konkurrenz, wenn sie flexibel sind und verfügbare Kapazitäten haben, um selbst in Spitzenzeiten auf individuelle Kundenwünsche zu reagieren. Das kann mit kollaborativen Robotern von Universal Roboter gelingen. Ein Cobot kann zum Beispiel Pick-and-Place-Aufgaben, Montageaufgaben, Polierarbeiten, eine Maschine beschicken und vieles mehr. In der ersten Schicht montiert er Teile, in der zweiten Schicht poliert er die Oberflächen. Ein UR-Cobot kann eine unlimitierte Anzahl von Anwendungen speichern und später abrufen. Ein Arbeitsplatzwechsel kann schnell mit einem fahrbaren Tisch durchgeführt werden. Auf der mobilen Arbeitsplattform mit Teilmanagementsystemen und der Cobot fest montiert und kann je nach Bedarf zur gewünschten Maschine gefahren werden. So ist der Cobot flexibel entlang der Produktionslinie einsetzbar und für verschiedene Aufgaben schnell verfügbar. Beschäftigen Sie sich mit Fragen wie zum Beispiel: Wie hoch ist der Automatisierungsgrad in meiner Produktion? Besteht die Gefahr von Ausfallzeiten? Was würde ein Cobot verbessern? Kommen Sie gerne auf mich zu, ich berate Sie gerne. Viele Unternehmen setzen bereits jetzt Cobots von Universal Robot zur Unterstützung ihrer Mitarbeiter ein. Um mehr Flexibilität und Produktivität zu gewährleisten, wegen der niedrigen Anschaffungskosten und schnellen Return of Investment, ist ein UR-Roboter sogar für kleinere Unternehmen eine interessante Anschaffung. Im fünften Teil dieser Videoserie möchte ich näher auf diesen Kostenaspekt eingehen.